Und zugeschaltet ist mir jetzt André Alexander Kiefer. Er ist ein ehemaliger Schüler von Björn Höcke. Björn Höcke war ja bekanntlich Gymnasiallehrer. Ich grüße Sie. Hallo. Was ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben von den Unterrichtsstunden mit Herrn Höcke? Na, für mich besonders auf jeden Fall die Klassenfahrt, die dann zu meinem Schulverweis geführt hat durch Björn Höcke. Aber was jetzt für die Allgemeinheit, glaube ich, interessant wäre, wäre vor allem der Punkt, dass wir so wahrscheinlich die ziemlich einzige 9., 10. Klasse waren, die halt das Dritte Reich nicht durchgenommen hat. Das habe ich mir auch von anderen Mitschülern nochmal bestätigen lassen. Und das ist halt auf jeden Fall sehr auffällig, wenn man in der 9. und 10. Klasse das nicht durchnimmt, weil es eigentlich standardmäßig im Lehrplan drin ist. Und Höcke hat auch damals im Sommerinterview beim MDR 2022, da habe ich die Frage eingeschickt, warum er das nicht durchgenommen hat. Und da hat er gesagt, dass er das auf jeden Fall getan hat und dass man das in den Klassenbüchern nachlesen kann, wobei Klassenbücher nach 5 Jahren halt vernichtet werden, was er eigentlich wissen müsste. Also das war wahrscheinlich der erinnerungswürdigste Punkt, dass er das im Geschichtsunterricht nicht durchgenommen hat. Also das lässt ja schon Hinweise zu auf seine Gesinnung. Hat er denn sein rechtes Gedankengut schon nach außen getragen im Unterricht? Das konnte er sich als Lehrer natürlich nicht leisten. Also er war konservativer als jeder andere Lehrer, den ich jemals gesehen habe, auch als die älteren Lehrer. Er war sehr amerikafeindlich. Er fand alles, was jetzt kulturell an uns irgendwie amerikanisch aussah, das heißt Punkrock und Hip-Hop und alles, was ihm nicht deutsch genug war, fand er auf jeden Fall sehr kritikwürdig. Also aus unserem Blick war er einfach so konservativ, wie man sein konnte, aber jetzt Ausländerfeindlichkeit oder ähnliches hat er natürlich nicht raushängen lassen. Unterhalten Sie sich manchmal noch mit ehemaligen Schul- oder Klassenkameraden über diese Zeit, über den Lehrer? Wie sahen die Herrn Höcke als Lehrer? Also zu einigen hatte ich danach nochmal Kontakt, auch weil ich dann für mein Buch nochmal ein bisschen recherchiert habe, wie die anderen das auch betrachtet haben. Und da war die Meinung eigentlich ziemlich gleich bei den meisten, nur dass zum Beispiel auch ein Mitschüler dabei war, der den besonders gut fand, der auch heute die AfD wählt. Aber allgemein war der bei uns sehr verschrien als ein sehr steifer, sehr, sehr, naja, teilweise auch nicht sehr liebenswürdiger Lehrer. Er war schon ein bisschen strenger und nicht ganz so gern gesehen bei vielen Schülern auf jeden Fall. Ja, das ist interessant, weil Sie gerade sagen, der war sehr steif und jetzt nicht unbedingt sympathisch. Aber dieser Mann, der ja vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, ist beliebt. Er hat hohe Umfragewerte. Wie können Sie sich das erklären? Hat er viel Charisma-Ausstrahlung? Also, man muss ihm ja zugestehen, dass er reden kann und dass er sich gut verkaufen kann, halt auch auf einer psychologischen Ebene. Und die Frage, warum jetzt viele Menschen in Deutschland den sympathisch finden, die Frage beschäftigt mich auch. Kann ich leider nicht beantworten. Ich vermute, das ist auch eine Angstentscheidung, sich auf so einen Menschen zu stürzen und so einem Menschen vertrauen zu wollen, weil wenn man genau hinguckt, müsste man eigentlich feststellen, welche Art Charakter das ist. Sagt André Alexander Kiefer. Er ist ehemaliger Schüler von Björn Höcke. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.